Im Projekt kommt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit externen Partnern wie NXP, Flynix, Coptercraft, Auterion, das ZAL und auch die DFS zusammen, um an neuen Konzepten und Technologien zu arbeiten, wie man neue Luftverkehrsteilnehmer in den Luftraum sicher integrieren kann. Wir testen hier mehrere Drohnen gleichzeitig in einem begrenzten Gebiet aufsteigen zu lassen, also die Interaktion zum einen zu testen. Und zum anderen den Einsatz wirklich an der Brücke der Drohnen aufzuzeigen und das Bewusstsein zu schaffen, dass man mit der Drohne kleine Risse im 0,5 mm Bereich auch mit hochauflösenden Kameras detektieren kann. Wir präsentieren heute hier die gesamte Kette, angefangen von der Registrierung einer Drohne über die Identifikation, über die Flugplanung, Flugüberwachung bis hin zur Konflikterkennung. Wetter ist natürlich ein wichtiger Faktor hier. Der Wind ist hier in Hamburg ja sicherlich unberechenbar zum Teil. Das ist für die Drohne natürlich nicht besonders gut. Also da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nur fliegen können, wenn keine zu starken Böen auftreten. Wenn alles perfekt läuft, ist alles ziemlich automatisiert. Das heißt, das ist ja die Idee des Systems, dass sozusagen alles automatisch gesteuert wird und entsprechend dann nach Plan abläuft, ohne dass man da eingreifen muss. Also es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfälle für Drohnen. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Drohnen sicher und effizient in den Luftraum integriert werden können.